Okay, Dressurraum. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. Ja, ich musste gerade noch mein Headset abnehmen, kurz. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört, deswegen. Okay, schauen wir nochmal ganz kurz. Ich nehme jedes Mal immer genau das, was ich nicht will. Okay, 60-23-06. Na bitte. So, 60-23. Und 06. So. Oh, geil. Danke, Mann. Eine Schrotflinte. Pumpgun, ja. Ein bisschen Geld hier. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt. Huh, werden wir reich. Oh, hier ist noch was. Oder ist das was anderes? Oder ist das was anderes? Oder das gleiche meine ich. Nee, das hat man doch noch nicht. Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen würden, mussten und dann alles schief gelaufen ist. Ich habe einen von Kyle weggezerrt, der hätte mir fast den Arsch abgebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es den Zeitungen, erzählen, dem Fernsehen, verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peterson, Leon, Travis und Neil Quent gottverdammte Feiglinge sind. Ich fühle mich gerade echt komisch, schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann nicht klar denken. Oh, scheiße. Passiert es so? Werd ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf. Wenn ich drauf gehe, dann wie ein echter Mann. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Okay, da scheint sich selbst schon weggeblasen zu haben. Na gut, selbst wenn sie es geschafft hätten, das hätte ihnen sowieso nichts mehr genützt. Die sind wieder da oder sind das neue? Ich würde gerne mal schauen, ob hier noch was ist. Nein. Ja.
War jetzt etwas übermütig, jetzt so schnell zu laufen. Komm, den holen wir uns noch. Das ist bloß noch der eine. Aber bei denen müssen wir uns wirklich langsam bewegen. Hier waren wir schon drin, ne? Achso, das ist der Tresorraum. Okay. Okay. Ich dachte jetzt irgendwie, der wäre hier gewesen, aber nein. Das wäre Blödsinn. Ich wollte doch die Karte. Oh, ich verwechsel das immer zwischen drücken und gedrückt halten. Okay. Was ich sagen, wir bewegen uns jetzt hierher. Oder wir können erstmal gucken, ob wir irgendwie zu diesem WLF hinkommen. Aber zu dieser komischen Zange komme ich auch nicht hin, die dort verzeichnet ist. Hey, als noch wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Ach so, wir müssen Wahnsinn. Immer warten, bis sie aufgestiegen ist. Schrotflinte, also war schon okay. Ja, okay. Also eher können wir nicht wegreiten. Fuck Federator. Okay, ich dachte, vielleicht ist hier noch was. Aber ich würde gerne zu diesen. Okay, wir müssen wahrscheinlich erst durch das Tor durch, sonst kommen wir nicht weiter. Ist jetzt so meine Vermutung. Ich finde es auch geil, wie so übelst ein Abenteuer. Der Wind durch das Gras geht. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Weil bei dem Gras, das ist nicht so, dass sich das jetzt einfach nur gleichmäßig bewegt, wie bei sonst allen anderen Spielen, sondern man merkt so richtig die Windböen, die dort durchfegen. Und das finde ich übelst geil. Von daher auch die Weitsicht hier mit dem Gras. Hier, guck mal, wie weit wir da gucken können. Bei so anderen Open-World-Spielen, sag ich mal so, da verschwindet das dann mit der Zeit hier, also dieses Level of Detail. So. Ah, stimmt, wir sind von hier gekommen. Ah, jetzt. Ja, stimmt, das war die Geschichte. Okay, jetzt verstehe ich. Ja, ich habe das schon wieder komplett vergessen gehabt. Das ist aber garantiert jetzt schon, ja, garantiert 4, 5 Parts, ja, ich weiß es nicht mehr. Oh. Na dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Generatoren sind ziemlich zu. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Oh. Entschuldige, was? Achso, ist schon angeschlossen. Ich muss erstmal kurz schauen. Türcodes. Jetzt natürlich nochmal die Frage, was ist das für ein Tor?
Okay, East 2, also Ost 2. Oh, ich drücke jetzt mal das Falsche. Schon wieder. Kurz drücken. Notiz an mich, kurz drücken für den Rucksack. Ost 2, 53, 4 und... was? 53, 45. So, 53. 45. Hat geklappt? Ja, kein Begrüßungskomitee. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Aber weil es gerade so sagt mit den Fenstern, also theoretisch kannst du dir nie sicher sein, weil theoretisch könnte jetzt, wird zwar jetzt hier nicht so sein, aber es könnte jetzt in der wahren Apokalypse, könnte überall bei jedem Fenster irgendein Gegner mit dem Gewehr lauern. Ohne dass du das jetzt irgendwie wusstest. Also, da wären gerade Stadtgebiete ziemlich gefährlich, zumindest fremde Stadtgebiete. Also ist mir jetzt gerade mal so bewusst geworden. Wow. So. WLF. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Warte mal, ich muss jetzt trotzdem mal schauen, ob ich hier reinkomme. Okay, scheinbar nicht. Wir kommen aber hier hoch. Aber ich denke mal, das wird der richtige Weg sein. Deswegen schauen wir uns erstmal hier weiter um. Du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Na, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Okay, das ist eigentlich offensichtlich, dass das hier verlassen ist. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Okay, wir gehen zuerst in diese Tür hoch, also über den Wohnwagen. Keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Ich würde gern erstmal hier hoch. Vielleicht ist das auch bloß der Ausgang, das kann auch sein. Also hier ist garantiert keiner mehr. Ich brauche es!
Komm, 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 komm. Nein! Ja, wir sind gleich tot. Ja, fuck. Es sind wirklich kaum Ladezeiten hier, also... Oh, hier liegt noch was. Das hätte ich bald übersehen. Ja, gut, wegen den Einschuss. Ja, das versuche ich aber eher... Wer? Ach, der hier. Ach, komm. Ach, komm, komm, komm. Ach. Okay, den hätten wir schon mal. Molotow-Cocktails. Warte mal, können wir welche bauen? Ach komm, bauen wir gleich noch mehr. Vorsicht, Vorsicht! Ach komm! Ach komm! Okay, war jetzt nicht die beste Art, aber es hat funktioniert. Okay, das war das. Das ist verschlossen, denke ich mal. Okay, ich habe nichts gesagt. So, ich schaue mich noch mal kurz um in diesen Raum um. Achso, die Lebensanzeige. Okay, die ist noch so weit voll. Habt ihr was? Oh, schön. Achso, ich dachte, ich könnte irgendwas aufheben. Der hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf auf Näher. Ah, Wolf. WLF. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat. Dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit?